vorbei. Bitteres. Das ist das Werk einer Hexe. Könnte das von Sika stammen? Darauf können wir uns nicht verlassen. Sei auf der Hut. Wie fühlt es sich an, sie zu verwenden? Ist schwer zu beschreiben. Es ist wie ein Wutanfall, ein geballter Ausbruch von Frustration. Verschwinde endlich! Den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Sika damit behilflich sein. Irgendwas stimmt nicht. Der Schleier hier ist dünn. Der Tod allgegenwärtig. Wirst du mit dem Tor fertig? Vergiss es. Das werde ich nie hinkriegen. Dann müssen wir was anderes finden. Würdest du für mich das Sehen übernehmen, solange ich im Wind herumtappe? Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Die Tür ist von der anderen Seite blockiert.
frei! Verstärkung! Den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Zika damit behilflich sein. Bannerin, die für ihren Novizen gestorben ist. Ah, die Novizin der Hexe. Seid gegrüßt, Antea. Bist du nicht überrascht, mich zu sehen? Ihr seid ein bisschen früh dran, aber nein, ich bin nicht überrascht. Tut mir leid. Nach meiner Rückkehr erzählte mir Ceridine, dass unser ach so armer Verbanner heimgesucht wird. Heimgesuchter Verbanner. Schon komisch, was? Was war das, mit dem du gekämpft hast? Ding? Ach, er. Eine verdammte Nervensäge, das ist er. Bist du schwer verletzt? Ich hatte schon öfter Ärger mit dem alten Mooskopf. Ein paar Minuten Ruhe und ich bin wieder auf den Beinen. Ceridine wusste über Antheas Geist Bescheid? Natürlich. Er ist nicht besonders schlau, was? Wenn sie wusste, dass Antea da ist, warum wollte sie nicht, dass du mir das sagst? Wie auch immer. Ceridine hat uns diese Information aus gutem Grund vorenthalten. Besser ihr traut ihrem Plan. Der Tod ist Teil des Lebens, Verbanner. Gerade ihr solltet das wissen. Sie wollte euch wohl nicht das Herz brechen. Nicht noch einmal. Du hast dich um ihn gekümmert. Ich danke dir. Ich bin eine brave Novizin. Ich tue, was man mir sagt. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Können wir helfen? Dachte schon, ihr würdet nie fragen. Ein paar meiner Geisterjäger sind weg. So konnte Old Soul den Saum durchqueren. Den Saum? Den Saum, wo der Stoff der lebenden Welt auf den der Toten trifft. Ah, der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ganz wie ihr wollt, Verbannerin. Ruh dich aus, kümmere dich um deine Wunden. Wie können wir die Geisterjäger wieder in Gang bringen? Der Zauber ist bereits ausgesprochen. Ihr müsst ihn nur noch entzünden. Seid vorsichtig. Der alte Mooskopf kann nicht weit sein. Ich werde mich ausruhen. Viel Glück. Viel Spaß.
Also, was jetzt? Wir entzünden die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl. Wahrscheinlich, glaube ich. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Nicht ein, ihr Würmer! Noch einmal, mit Gefühl! Ist auf meiner Seite! Unser erster Geisterjäger. Verschwindet oder ich verschlinge euch! Er kann diese Dinger wirklich nicht leiden. Wer weiß, was sich hier verbirgt. Lass mich uns führen. Der Efeu ist stark.
Richtig stark. Was du nicht sagst. Ihr seid als nächstes dran. Bringt nichts. Sieht nach Überresten einer Kolonie aus, die vor langer Zeit gescheitert ist. Etwas aus der Spektralwelt in der Nähe. Pfeile. Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Pfeile. Eingeborene? Was die Invasoren von ihnen übrig gelassen haben. Ist die Suppe dick. Ich kann problemlos sehen. Thank you.
Die Zeit ist auf meiner Seite. Die Zeit ist auf meiner Seite. Dafür benötigen wir einen Schlüssel.
Feiglinge! Der ist von einem Schild umgeben. Du bist im Visier. Die Zeit ist auf meiner Seite. Das sollte reichen. Geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Eine verlorene Schlacht? Verrat? Deserteure in den eigenen Reihen? Wer weiß? Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Seid ihr bereit? Gut, sie erwartet euch. Bereit wofür? Deine Herrin zu treffen? Ceridine, ja, auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht.
Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Ihr seid tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als ihr denkt. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Ceridine, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht! Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge, ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herren sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanner und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Ceridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Was für ein Chaos. Was ist hier passiert? Menschen, Krieg, das ist hier passiert. Dieser Old Saul, was will er? Störung. Blutvergießen, Ceridines Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Ceridine wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen. Aber das werde ich nicht. Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Ihr seid jung. Ihr seid tot. Ich meinte, dass eure Essenz für jemanden in eurem Alter mächtig ist. Wie seid ihr an diesen Ort gelangt? Wie seid ihr Verbannerin geworden und habt so euer Potenzial vergeudet? Denkt ihr, ich wäre als Hexe besser geeignet? Ja, das tue ich. Ihr würdet euch selbst und mir einen Gefallen damit tun. Willkommen auf Ceridines Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Ceridines Insel. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager. Sie hat eine Gabe. Was ist das?
Verbannerregel Nummer 3. Erinnerst du dich an den Whisbeach-Sumpf? Ja, aber ich werde das Ding nicht mit einem Stock anstoßen. Tut mir leid, es geht nicht. Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Aufgeknüpfte Puppen. Hexen mögen es schaurig. Als Kind habe ich auch Puppen gebastelt. Genau solche. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Seekers schwarzer Teich. Jetzt verstehe ich, warum sie diesen Ort Illmouth nennen. Was ist das? Anthea? Nein, so war das nicht. Ich wusste, wer ich war, nur ich war verloren und wusste nicht, wohin ich sollte. Wann ich irgendwo hin sollte. Ergibt das einen Sinn? Die Zeit stellt den Toten fallen. Es ist nie gerecht. Ihre Stimme war wie ein Leuchtfeuer. Das Licht in der Dunkelheit, das mich zu mir zurückführte. Und zur Welt. Ihr habt beide eine starke Verbindung. Oder werdet sie haben. Oder hattet sie. Vielleicht treffen alle drei Aussagen zu. Da ist er ja, der andere Verbanner. Seid gegrüßt. Guten Tag. Kommt, setzt euch. Es ist eine Ewigkeit her. Kennen wir uns? Natürlich. Seit eben diesem Moment und seit einem späteren. Vor Jahrzehnten. Wie dem auch sei, es tut gut, euch zu sehen, Red McGrath. Ich habe ihr unsere Geschichte erzählt. Es stört dich hoffentlich nicht. Welch ein Martyrium. Es tut mir so leid, dass ihr das durchstehen müsst. Es muss furchtbar schwer sein für euch beide. Ich hab Dank. Aber jetzt seid ihr da. Beide. Und ich bin froh. Denn ihr werdet dem nur gemeinsam ein Ende setzen können. Warum fanden wir in New Eden kaum Spuren von Ureinwohnern? Sie waren dort. Aber sie haben sich nie niedergelassen. Weise Männer und Frauen wissen, dass diese Region, vor allem die Sumpflande, verdorben ist. Habt ihr euch deshalb hier niedergelassen? Hier ist der Saum dünn und schwach, der Sumpf voller aufgebrachter Geister. Außerdem ist er abgelegen und schwer zu finden. Gute Gründe zu bleiben. Hier können wir uns verbergen und den Saum flicken. Wir müssen Antheas Körper zurückholen. Aber Sika meint, das Gemeindezentrum sei unerreichbar, der Nebel unpassierbar. Seeker hat recht. Der Nebel ist der Albtraum.
Ich habe noch nie so viele Schemen an einem Ort gesehen. Ist das wirklich das Werk des Albtraums? Ja, und gleichzeitig nein. Je weiter der Albtraum sich ausbreitet, desto näher rückt die Leere. Je dünner die Schwelle, desto schwächer der Saum. Das stört das Gleichgewicht zwischen dem Totenreich und dem Lebendreich. Es gibt kein Gleichgewicht zwischen verweilenden Toten und Lebenden. Es liegt nicht an mir, euch umzustimmen. Ich denke, dass wir in Zeiten des Chaos das Equilibrium in allen Dingen und für alle Wesen anstreben sollten. Das Wesen, das mich tötete, hat keine Gerechtigkeit verdient. Wer seid ihr wirklich? Wer ist Sika? Wir Verbanner sind Hexen. Ja, so viel war mir klar. Cyrodiil. Der Name kommt mir sehr vertraut vor. Natürlich, ihr seid Schotte. Vor langer Zeit einst hieß ich auch Sika. Ein alter Freund nannte mich Cyrodiil. Kleiner Sucher, sagte er. Cyrodiil, ja. Als ich einen neuen Namen brauchte, entschied ich mich für den, den er mir gegeben hatte. Oder zumindest eine Variante, die ich aussprechen konnte. Cyrodiil. Ich finde ihn durchaus passend. Ihr habt uns hergebracht. Wieso? Ihr habt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Eure Novizin sprach davon. Es tut mir leid. Mir nicht. Bald werde ich eins mit den Bäumen sein, Wurzeln und Rinde. Aber deshalb habe ich euch nicht hergebeten. Meine Teuersten, der Pfad vor euch ist noch ungewiss. Aber wisset dies, wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr euer Herz öffnen. Ihr müsst euch einander öffnen. Nichts darf mehr zwischen euch stehen, euer Band muss stark sein. Wie können wir sie besiegen? Wie können wir es mit ihrer Macht aufnehmen? Ihr ergebt euch bedingungslos dem jeweils anderen. Als ihr verstarbt, liebste Anthea, zerfielen Nioiden. Doch einige haben überlebt. Sucht sie. Helft ihnen. Das wird dem Albtraum nicht gefallen. Nein. Immerhin seid ihr eine Bedrohung für seine Existenz. Und er hat recht, euch zu fürchten. Doch er glaubt, ihr könntet ihn nicht erreichen. Er irrt sich. Es gibt eine Möglichkeit. Die Leere, ein furchtbarer Ort zwischen dem Lebendreich und dem Totenreich. Sobald ihr gelernt habt, die Leere zu navigieren, könnt ihr damit die Höhle des Albtraums betreten. Aber zuerst müsst ihr die Menschen von Nioiden aus ihren Klauen befreien. Um Nioiden zu erreichen und meinen Körper zurückzuerlangen, sollen wir ausgerechnet den Menschen helfen, die den Albtraum hervorriefen? Ja. Entschuldigt meinen Mangel an Enthusiasmus. Können wir nicht einfach zurück zum Gemeindezentrum gehen und unsere Arbeit machen? Ihr müsst die Menschen aus dem Griff des Albtraums befreien. Nur dann könnt ihr New Eden Town durch die Leere erreichen und sie stellen. Wie gelangen wir in die Leere? Gibt es dafür ein Ritual? Die Leere hat an einigen Stellen Risse. Folgt den Leuchtfeuern, kommt nicht vom Weg ab und ihr werdet sie sicher passieren. Sika hat für euch einen Stimmschlüssel angefertigt, damit ihr einen Riss öffnen könnt. Verweilt dort nicht zu lange. Die Zeit ist launisch. Am Strand, als ich beinahe ertrank, ihr habt Sika geschickt, mich zu finden. Woher wusstet ihr, wo ich sein könnte? Fragt ihr eine alte Heckenhexe, ob sie weiß, was in ihrem eigenen Garten vonstatten geht?
Die Wälder und Flüsse stecken voller mir freundlich gesinnter Klauen, Federn und Schuppen. Ich weiß stets, was ich wissen muss. Das ist wohl die beste Antwort, die wir kriegen werden. Es ist die beste, die ich je versucht habe zu geben, meine Teuersten. Der Albtraum im Gemeindezentrum war mit Abstand der mächtigste Geist, der mir je begegnet ist. Woher rührte dieser Albtraum? Unerbittlicher Zorn ist ein Fass ohne Boden für rachsüchtige Geister. Aber in diesem Fall steckt vermutlich eine noch finsterere Quelle dahinter. Was wisst ihr über Deborah? Nicht viel. Ich gehe den Menschen von New Eden seit Jahrzehnten aus dem Weg. Ich weiß nur, dass sie wegen Hexerei verurteilt wurde. War sie denn eine Hexe? War sie eine der Euren? Wäre das denn von Bedeutung? Sie war keine Hexe. Sie war eine gewöhnliche Frau. Ein Opfer der tiefsten Furcht der Menschen. Wir wissen, dass die Bestie mit dem Albtraum verbunden war. Aber wir wissen nicht wie. Mit Hilfe der Bestie konnte der Albtraum die Siedler quälen. Die Bestie war ihr Avatar. Sie hat sicher noch weitere. Was genau sind die? Sie sind Manifestationen der Macht des Albtraums. Sie könnten auch ihre einzige Schwäche darstellen. Der Geist des Albtraums wurde durch die Gewalt ihrer Entstehung zertrümmert. Intelligent genutzt, könnten die Trümmer der Schlüssel sein, um ihren Fluch zu brechen. Hat eine Heckenhexe zufällig was Interessantes für einen Verbanner in ihrem Garten? Immer. Und so wird es auch immer sein. Wir fanden kürzlich ein verfluchtes Objekt. Könntet ihr uns helfen, es zu reinigen? Wirklich? Und wieso gerade wir? Ja, ihr wisst ja, Zauber, Flüche, Hexen. Ich wollte euch nur necken. Es ist eine Freude zu sehen, wie ihr euch windet. Es gibt viele Wege, einen Gegenstand zu verzaubern oder einen Fluch aufzuheben. Seeker könnte euch helfen. Sprecht mit ihr. Sie ist ebenfalls neckisch. Habt Dank, Seredin. Wir hauen ab. Bevor ihr loszieht, verratet mir eine Sache. Wofür habt ihr euch entschieden? Was meint ihr? Ihr habt euch gegenseitig ein Versprechen gegeben. Wie lautet es? Wofür habt ihr euch entschieden? In dieser Welt zu bleiben. Ich verstehe. Es wird euch jede Menge Essenz kosten. Aber das wisst ihr bereits. Ja, das tun wir. Der Stimmschlüssel liegt auf dem Tisch. Er wird euch in der Leere beschützen. Seeker wartet am Teich, um euch den Weg zu weisen. Was ihr benötigt. Das Spinnrad sieht komisch aus. Webt ihr damit? Selbstverständlich. Ich webe Essenzen, Red McGrath.
natürlich an. Gefährlich. Das Leben als Verbanner hat natürlich nichts mit Gefahr zu tun. Na los, wir haben zu tun. Saradin hat uns diesen Stimmschlüssel gegeben. Jetzt weiß ich, wie euer kleiner Trick mit dem Verschwinden funktioniert. Es ist kein Trick. Wir brauchen das zum Überleben. Viel zu viele Mistkerle da draußen würden uns lieber tot sehen. Was wir also auf der anderen Seite der Insel gesehen haben, war ein leeres? In der Tat. Ihr werdet ihn auch benutzen. Aber diesen hier nicht. Noch nicht. Etwas weiter weg befindet sich ein weiterer. Am Ende einer Höhle. Benutzt den. Fürs Erste. Dieser hier ist etwas Besonderes. Er ist die einzige Möglichkeit, nach New Edentown zu gelangen, nachdem die Brücke niederbrannte. Wir könnten jetzt gleich nach New Eden zurück? Warum solltet ihr das tun wollen? Der Albtraum ist mächtig. Er hat New Eden eisern im Griff. Wenn ihr ihn im Rest der Region schwächen könnt, ist es möglich, dass ihr den Riss durchqueren könnt, ohne dabei ums Leben zu kommen. In Ordnung. Wir haben es verstanden. Ihr habt euren Stimmschlüssel. Verliert ihn nicht. Euer Leben hängt davon ab. Das sollte kein Problem sein. Wenn ihr den Riss durchquert habt, gibt es kein Zurück mehr. Geht weiter und blickt nicht zurück. Leer wandeln. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ich springe damit von einem Riss zum anderen, so wie Siridin es mir beigebracht hat. Ich verweile dort nicht. Und das solltet ihr auch nicht. Wieso nicht? Die Leere ist unbekanntes Terrain. Siridin kennt vermutlich die Antwort, aber rückt sie nicht raus. Das ist ein böses Omen. Äußerst böse. Ich bin neugierig. Was ist eure Meinung über den Albtraum? Ich denke, der Albtraum wurde durch die Verbrechen unserer Vorväter geboren. Und auch durch unsere eigenen Sünden. Bewundert ihr sie? Ich fürchte mich davor. Aber ich akzeptiere seinen Zorn. Wie ich auch den Regen akzeptiere. Und New Eden hat die Flut sicherlich verdient. Erzählt mir mehr über euch, Seeker. Wie soll ich das höflich ausdrücken? Nein. Also, wer ist Deborah? Ich kenne keine Deborah. Ich glaube, ich habe noch nie eine Deborah gekannt. Wir fanden einen verfluchten Gegenstand. Einen Gegenstand? Was für ein Gegenstand? Eine Truhe. Verschlossen und offensichtlich verflucht. Ein Fluch kann verschiedene Dinge bedeuten. Was ist eurer Meinung nach geschehen? Wir fanden sie in der Wildnis. Jemand hat wohl zum Schutz einen Geist an sie gebunden. Ah, ich glaube, ihr habt eine Truhe gefunden, die Viergott gehört. Wer bitte? Viergott Waterbury, hiesiger Geistlicher, Einsiedler, vor Jahren gestorben. Auf meinen Streifzügen bin ich des Öfteren seinem Geist begegnet. Verrückter alter Mann, aber relativ harmlos. Stand er auf verfluchte Truhen? Viergott Waterbury hatte Talent und das hat er dafür benutzt, Dinge wegzusperren. Dinge, die er als zu gefährlich für die Welt erachtete. Eine Truhe? Wie viele hatte er denn? Ich habe nicht gefragt und er hat nichts gesagt. Aber es ist mehr als eine. Vermutlich sind es viel mehr als eine. Er hatte ein Faible für Schmuck, den er wegsperrte, um ihn sicher aufzubewahren. Warum? Viergott Waterbury glaubte, dass irgendetwas in New Eden die Menschen für Okkultes begeistert. Er lag damit nicht falsch. Wie bekommen wir sie auf? Warum wollt ihr sie öffnen? Das ist Dämonologie und ich will damit nichts zu tun haben. Selbst wenn der alte Viergott nicht der Schlimmste war. Aber Viergott Waterbury, als er noch am Leben war, erzählte mir einst, dass sein Brevier ein Ritual der Freilassung beinhalten würde. Habt ihr dieses Brevier? Nein, aber ich weiß, wo ihr es finden könnt. Er verbrachte seine letzten Jahre in Abgeschiedenheit tief im Düsterwald. Geht vom Jägerlager aus Richtung Nordosten. Folgt dem Pfad nach Osten, bis ihr nach Süden abbiegen könnt. Seine Hütte stand dort auf einer Lichtung. Da ihr manchmal vergesslich seid, werde ich es für euch niederschreiben. Wir machen uns auf den Weg. Hoffentlich bis bald. Ja,
Ich liebe ja unsere netten Gespräche über den Saum. Damit ich das richtig verstehe, wir suchen also nach einem Brevier, das einem Dämonologen gehört, den Seeker nach seinem Tod getroffen hat? Und das alles, um zu lernen, wie man verfluchte Objekte von ihren bösen Geistern befreit? Vergiss nicht Balthasar H. Frenhofers Lehren. Effizient, adaptiv, versatil. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Es sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lass uns hier nicht verweilen. Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Anthea. Was zum... Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Das nächste Leuchtfeuer ist ausgegangen. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. Zerstört zuallererst die Sonne. Mit jedem zerstörten Totem wird er mächtiger. Säulen hier. Ah!
diese armen Seelen zu erlösen. Aus welchem Loch ist dieses Mistviech gekrochen? Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Wofür war das? Saladins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort, wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Wir werden es schaffen. Das tun wir immer. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört. Die Verzweiflung. Und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie, an diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre, in der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhme ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Du bist du. Und du bist hier bei mir. In diesem Moment. Ja, stimmt. Bald, hoffentlich. Diese Leere. Ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten? Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Lehren sind unmissverständlich. Und wenn die Lehren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Lehren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. Ja, alles wird gut. Genau. Sika hat nicht gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag.
Jahrelang lebte Kate Newsmith im Glauben, ihrer Schwester nicht das Wasser reichen zu können. Jetzt weiß sie, dass sie ihrer Schwester ebenbürtig ist. Zumindest, wenn es um Güte geht. Thick Skin hat für ihre Sünden bezahlt. Aber was ist mit ihrer Schwester? Was wird Kate jetzt tun? Ihre Leute setzen ihr Vertrauen in sie. Für ihre Zukunft. Ihre Sicherheit. Ihr Überleben.